Die Rückenübung T-Bar rudern. Auch hier ganz häufig viel zu kurze Bewegungsabläufe. Viel zu schnell und dazu noch im falschen Oberkörperwinkel oder eben mit viel zu viel Körperschwung und rundem Rücken. Hier ist es ganz wichtig darauf zu achten, der Oberkörper unterhalb des 45-Grad-Winkels zu halten. Wenig Oberkörperbewegung, maximale Arm- und Schulterbewegung. Schulterblätter nach innen schließen und das Ganze ohne Schwung ausführen.